Das Anlegen eines Druckverbandes ist eigentlich immer so das, was bei Erste-Hilfe-Kursen gerne sich gemerkt wird, aber wo doch hin und wieder einige Fehler sich einschleichen. Wir wollen es hier einmal kurz demonstrativ zeigen, wie das Anlegen eines Druckverbandes korrekt funktioniert. Wir stellen uns vor, dass sich hier eine Wunde befindet und diese Wunde ist sehr stark und wir wollen das Ganze möglichst steril verbinden, weshalb ich auch schon Handschuhe trage. Das Erste, was man dann dazu braucht, ist natürlich eine sterile Wundauflage. Das kann eine Kompresse sein oder es kann, so wie in diesem Fall, im Prinzip ein Verbandpäckchen sein, wo auch die sterile Wundauflage mit eingearbeitet ist. Diese sollte ich nach Möglichkeit nicht anfassen, auf die Wunde drauflegen. Und das Erste, was ich mache, ist ein, zwei Bahnen erstmal nur rein zur Fixierung zu arbeiten. Wie der Name schon sagt, brauche ich für einen Druckverband ein Druckpolster. Als Druckpolster geeignet sind sämtliche Materialien, die ich auf die Wunde jetzt drauflegen kann, beziehungsweise auf die steril abgedeckte Wunde, die nicht saugend sind. Im Verbandkasten findet man beispielsweise ebenfalls ein zweites Verbandpäckchen oder eine in Folie eingepackte Mullbinde, die ich hier drauflegen kann. Am besten wirklich mit der Folienseite da drauf, sodass ich dann das Verbandpäckchen nicht vollsaugen kann. Und dann kann ich wieder anfangen, weiter die Bahnen zu wickeln. Und das große Ziel beim Druckverband ist es, dass die Wunde nämlich nicht abgedrückt wird. Das heißt, ich will keine Stauung verursachen, sondern ich möchte lediglich einen gezielten Druck auf diese Wunde drauf ausüben. Ich kann leicht von links nach rechts den Verband wickeln. Jedoch sollte ich immer mal in einem Bereich hier vorne noch Luft lassen, sodass ich im Notfall das Druckpolster rausziehen kann, falls ich es doch noch geschafft habe, dass ich irgendwie was abgebunden oder abgedrückt habe. Das merke ich meistens daran, dass es entweder dem Patienten noch mehr schmerzt, dass die Extremität hinter dem Druckverband anfängt blau zu werden oder sehr warm zu werden. Dann weiß ich, dass der Druckverband viel zu stark angelegt wurde. In diesem Fall Druckpolster ziehen und dann quasi nochmal von vorne anfangen. Jetzt in diesem Fall, wenn ich soweit fertig bin, dann kann ich im Prinzip so ein bisschen zurückgehen, um dann einen Knoten reinzubauen, der dann eventuell nochmal etwas Druck ausübt auf das Polster selbst. Damit wäre der Druckverband erstmal zunächst fertig. Wichtig also, wie gesagt, zu beachten ist, erstens, ich möchte keinen Druck ausüben auf die gesamte Extremität, sprich ich will sie nicht abbinden, sondern ich will wirklich nur lokalen Druck ausüben auf diese Wunde, die dort ist. Und zweitens, sollte dann doch quasi zu viel Druck drauf sein, sollte also sich die Hand blau verfärben, muss ich einmal das Druckpolster rausziehen, um wieder den Druck zu lösen. Wenn ich merke, dass der Druckverband nicht stark genug ist, sprich die Wunde suppt weiter durch, der Druckverband färbt sich weiter in Rot, dann habe ich noch die Möglichkeit der manuellen Kompression, sprich ich lasse den Druckverband so wie er ist und fange dann an, mit meiner Hand nochmal manuell drauf zu drücken, bis der Rettungsdienst eintrifft, denn so bekomme ich relativ gut auch eine sehr stark blutende Wunde gestoppt.